Ja, und da sind wir zurück zu Darksiders 2. Ich hänge immer noch an dem Viech. Aber ich habe jetzt eventuell eine Vermutung, wie ich das halbwegs anständig hinkriege. Ob das ich jetzt eventuell auch hinkriege. So, gib mir deine HP, du Drecksviech. Gib sie mir. Gib sie mir sonst, Knüppeldick. Oh, gerade noch geheilt. So, jetzt komm her. Kriegst du hoffentlich mal eine aus dem Maul, nicht nur ich. So, komm, komm. Alter. Also der Typ ist echt heavy. Der ist echt übel. Na also, so. Warum sagt mir das keine Sau? Bei jedem steht's da, bloß bei mir nicht. Mann, euch Doktor hier wochenlang jetzt nicht, aber stundenlang rum. Meine Herren, sagt das doch mal jemand. Es tut mir leid, dass es so übelst lange dauert. Hoffentlich gibt es wieder was zum HP regenerieren. Hallo? Ja, es gibt wieder was zum HP generieren. Sehr schön. Finde ich... Boah, nee, ist klar. Jetzt kommt die dicke Herberta oder was? Der überdimensionale Bandwurm. So, jawohl, sehr schön. HP her. Gebt mir eure HP. Ich stehe drauf. Ihr wollt Prügel? Ihr könnt Prügel haben. Jawohl. Und du noch. So, und hier. Du da und hier und so und... Komm, jawohl, der letzte im Bunde. Erstmal zu meiner vertrauten Tür. Ich glaube, jetzt ist er stinkig da hinten. Bist du sauer? Oh, da gehe ich mal ein bisschen weiter zurück, dass wir ein bisschen Platz haben. So, her mit euch, jawohl. Ne, von euch kleinen Drecksschweinen lasse ich mich nicht fertig machen. Jawohl, das gibt EP, das gibt EP. Ah, ich liebe sowas. Geschnitzelt den ganzen Tag. Dagegen ist eine Zahnstocherfabrik ein Witz, ganz ehrlich. Boah, so in den Rücken, du geht's. So, mein Freund. Jetzt bin ich wieder ganz für dich alleine da. Nachdem ich endlich weiß, wie ich das hinkriege. So. So, au. Ja, gut, deine Patscherhand ist auch in Ordnung. Die meisten prügeln ja auf die Pfoten. Ich irgendwie gar nicht. So. Deswegen geht es wahrscheinlich bei den anderen auch ein bisschen schneller. Aber den... Mir gefällt der Bart nicht, deswegen. So. Köpfchen her. Jawohl. Schön ins Gesicht. Komisch, da geht's auf einmal wieder ohne E. Muss ich nicht verstehen, sowas, oder? Ja, yeah, also die Moves, die sind schon göttlich. Reißen die das Hirn raus. Oder? Eine Stufe haben wir ja noch. Oh, jetzt springt der Jump da gleich hinterher. Oh. Jetzt fliegen gleich die Knochen raus, oder? Nein? Jawohl. Geschafft. Puh. Entschuldigung, kleiner Husterer. So, und jetzt? Erstmal einsammeln. Och, diese Ruhe. Unmöglich. Ich entschuldige mich wirklich für dieses ewig lange Rumgedoktor. Gedoktor. Und jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Schön.
Ach so, nee. Ich muss darüber, oder? Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Ja, das ist die richtige Richtung. Endlich geht's weiter. Ich glaube, du hast gerufen. Kein Vater. Mich suchst du. Und wo sonst sollte ich sein, als in der Stadt der Toten? Stimmt. Möchtest du eine Frage stellen? Oder einfach hier stehen, als hättest du einen Geist gesehen? Wie kann ich den Quell der Seelen erreichen? Der Quell der Seelen ist ein Ort von unvorstellbarer Macht. Schlüssel zu Leben und Tod. Zur Schöpfung selbst. Und deshalb hat der Quell seinen eigenen Schlüssel. Cool. Der vor langem geteilt wurde. Die Engel bewahren eine Hälfte, die Dämonen die andere. Und niemals werden sie sich treffen. Es sei denn, du willst deinen Bruder wirklich retten. Na toll. Um Krieg zu retten, nehme ich die Weiße Stadt ein. Dessen bin ich mir mehr als sicher. Aber es muss nicht sein. Die Engel haben Reiche hinter der Weißen Stadt, ebenso wie die Dämonen hinter ihrem dunklen Reich. Alles wird dir klar werden, sobald du den Baum erreichst. Das habe ich bereits, Krähenvater. Doch musst du den Baum erneut finden und gehen, wohin er dich auch führt. Absalom lebt. Super, ja. Ja, Absalom lebt noch. Sein Zorn und seine Agonie verbreiten sich als Verderben. Und er wird die ganze Schöpfung ungeschehen machen, um das Gleichgewicht zu zerstören. Na super! Ich habe Absalom einst getötet, Krähenvater. Könnte ich zurück, würde ich ihn verschonen. Ich bezweifle, dass er dir denselben Gefallen tun würde. Ja, glaube ich auch nicht. Die Menschheit wiederherstellen. Wie kann ich die Menschheit wiederherstellen? Im Quell der Seele beginnt jegliches Leben. Dort werden die Seelen der Toten in ihre neuen Leben geführt. Ich habe die Bestie getötet, die diesen Ort heimsuchte. Ich habe die Seelen der Menschheit befreit. In anderen Zeiten würde das reichen. Aber etwas entzieht die Macht aus dem Quell und hinterlässt nur das Nichts, wo einst Leben war. Ich fürchte, du hast die Seelen nur in weitere Qualen entlassen. Yippie! Dann gibt es keine Hoffnung. Die Menschheit ist verloren. Nein. Selbst jetzt trägst du die Macht, um den Quell wiederherzustellen. Okay. Die Nephilim? Wenn du ihre Seelen opferst, ja. Nur sie haben die Macht, ungeschehen zu machen, was geschehen ist. Immer nur Opfer, Opfer, Opfer. Also muss ich die Nephilim opfern, um die Menschheit zu retten? Die Nephilim sind tot. Durch deine eigene Hand. Dieser gebrochene Talisman ist alles, was übrig ist. Würdest du sie in dem Käfig an deiner Brust ewigen Qualen überlassen? Beeil dich, zum Baum zu kommen. Na super, jetzt darf ich hier wieder zurück, oder was? Anonym, er hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Schau mal auf der Weltkarte. Weltkarte? Weltkarte war hier. Zip. Feuerprobe. Wo muss... Ah, Mann. Tab. Was muss ich denn jetzt machen? Begib dich zur Stadt der Toten. Schon wieder. Ach nee. Kehre zum Baum des Todes zurück. Reise zurück zu deine nächste Reise beginnen soll. Okay, und wo ist der? Die Karte, die geht mir auf den Keks. Der Baum der Toten. Reich der Toten. Baum der Toten, da haben wir es doch. Kann ich da hin? Schnelle Reise, jawohl. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Hier hoch. Der Krähenvater. Du folgst mir. Das tue ich. Ich werde hier bleiben. Beim Baum. Solltest du mich brauchen. Und Asches Schnabel.
spürt mehr als nur Leichen auf. Reiter, okay. Folge ihm. Dann wirst du den Schlüssel finden. So einfach kann das nicht sein. Wir folgen, den Schlüssel finden? So einfach kann es doch nicht sein, kein Vater. Du hast vielleicht recht, Tod. Die Zukunft ist ein Geheimnis, das nicht einmal ich hüten kann. Na super. Beeil dich zum Baum zu. Dass ihr immer in Rätseln sprechen müsst. Muss ich jetzt da hoch? Ach so, Moment. Hä? Ist das scheißegal, wo ich reingehe oder was? Naja, folgen wir mal dem Vögelchen. Portal zum zu den Schmiedelanden. Ach ja, stimmt, da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon. Baum des Lebens. Dann, kein Ort für ein Pferd. Ich muss alleine gehen. Mann, dass ich immer alleine gehen muss. So, und jetzt, Vögelchen. Muss ich doch da hinten rein, oder was? Ups, falsche Taste. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Ja. Vögelchen. Wieder meine Reaper-Form umsonst verballert. Mann. Portal nach Ödlicht. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt da erwartet. Baum des Lebens. Der Schlüssel zur Erlösung. Suche den Schlüssel in Ödlicht. Oh, schaut aber gar nicht mal schier aus hier. Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. Na super. So hofften sie zumindest. Und die Nephilim? Der Quell hat Macht über alles Leben? Hat er. Obgleich ich vermute, dass mehr hinter deiner Frage steckt. Ja. Los, Reiter. Frag schon. Mach ich doch die vielleicht. Wir haben nie von dem Quell gewusst. Warum wurde uns das vorenthalten? Aus Angst vor dem, was sie mit dem Wissen hätten tun können. Die Nephilim durften nicht weiter die Schöpfung verheeren. Sie mussten tot bleiben. Dann kann der Quell sie also zurückbringen. Und so kommen wir zur Wurzel von allem. Übel. Ja. Der Quell ist der Ursprung allen Lebens. Engel, Dämonen, Menschen, sogar Nephilim. Sogar Nephilim. Doch mit ihren Klingen brachten sie das Chaos. Und daraus wurde das Verderben geboren. Es war richtig von dir, sie zu vernichten. Naja, lässt sich ja drüber streiten. Asche? Sag an, wo muss ich hin? Das ist kein Ort für ein Pferd. Wofür habe ich ein Pferd? Na also, geht doch. Dann mal, schaut doch schön aus hier. So ein bisschen was Elben-Style. Gut, hierüber. Dann da lang. Zap. Na komm, Pferdl. Gib mal ein bisschen Gas hier. Ödlicht. Halt. Wo fliegst du denn hin? Okay. Was bist du denn? Bist du ein Engel? Oh, eine Truhe.
mal runter hier. Mach die Drüse auf. Oh, da war, stimmt, weil mir das gerade einfällt. Wäre ja was zum Verkaufen, wäre hier nicht schlecht. Okay, da muss irgendwas sein, wenn er so ein kleines Ding ins dahinter führt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Händler, sehr schön. Genau das, was ich brauche. Servus. Kennst mich noch? Ich habe neue Waren. Verkaufen. Ja. Yep. Erstmal wieder massig Platz schaffen hier drin. Hopp. Zap. 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 Ein Schnäppchen. Ja, ein Schnäppchen. Zap. Zap. Und die Funktion, alles verkaufen, haben sie immer noch nicht. Das ist schade. So. Verkaufen. Danach müssen wir mal wieder massiv Platz haben. Zap. Zap. So, ich verkaufe mal schnell alles und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.